Und damit herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2019. Erstmal will ich mich für die mittlerweile über 5000 Abonnenten bedanken. Es ging wirklich schnell in den letzten Wochen, aber nun wünsche ich euch viel Spaß. Begonnen habe ich meine Kirmessaison 2019 auf der Fasnachtsübe in Biel bei gewohnt regnerischem Wetter. Wie soll es auch anders sein? Trotzdem war sie gut besucht an unserem Samstag. Eine Überraschung war der Skilift auf der Fasnachtsübe. Dieses alte Schwarzkopfgeschäft wird nur noch selten aufgebaut auf den Schweizer Plätzen. Deshalb war es umso schöner, ihn zu sehen. Das zweite Großfahrgeschäft war die Kamikaze. Soviel ich weiß, einzigartig in Europa. In Biel habe ich das Ding dann auch mal ausprobiert und wurde überrascht, wie viel Spaß die Fahrt doch macht. Denn man kann die Gondelbremse durch einen Hebel selber steuern und dadurch kann man extrem heftige Fahrmanöver durchführen. Wow. Und ich kenne es ja auch über Ski. Weiter ging's nach Bayern zur Brandon, wo der Breakdance Nummer 1 von Wetzel auf uns wartete. Durch die engen Platzverhältnisse auf dem Platz konnte die Rückwand nicht aufgebaut werden. Dies habe ich so auch zum ersten Mal live gesehen und es war mal was anderes. Das erste Mal ins Ausland ging es am 30. März, weil ich sehr kurzfristig die Idee hatte, wir könnten doch mal nach Nancy fahren, weil da sehr viele Fahrgeschäfte standen, die wir noch nicht kannten. Die alle aufzuzählen wäre zu viel, aber auf jeden Fall erwähnen muss man die Bayernkurve, Shaker Dance und ein Techno Power von Odermatte. Der Shaker Dance ist ein King Loop von Fabri und fährt sich teilweise viel ruckartiger als ein Mondial Shake. Und auch die Kreuze können nach oben gefahren werden, wie bei einem Crazy Dance. Der Techno Power von Odermatt hat mir sehr gut gefallen. Die Show ist für französische Verhältnisse erstklassig, sind wir leider nicht gefahren. Der Publikumsliebling in Nancy war aber sicher die Bayernkurve. Ein schnelles, altes Schwarzkopfgeschäft, was früher unter Mees in Deutschland reiste. So sind auch viele Beschriftungen immer noch auf Deutsch. Das Geschäft macht einen riesen Lärm, aber genau das macht ein Fahrgeschäft aus, finde ich. Schade, dass es bei uns sowas nicht mehr gibt. Als wir am Anfang auf dem Place Carnot ankamen, war es schon ziemlich voll, aber erstmal gingen alle essen. Dementsprechend waren die vielen kleinen Restaurants auf dem Platz richtig voll. Später wurden aber auch die Fahrgeschäfte voll und so ergab sich eine recht schöne Atmosphäre. Vor allem ist der halbe Platz unter Bäumen aufgebaut und deswegen musste teilweise sehr viel improvisiert werden. So steht zum Beispiel innerhalb des Shakers ein Baum. Es hat uns eigentlich super gefallen und ich würde gerne nochmal dahin fahren. Es ist zwei! Bididum, es ist halb zwölf. Am Abend ging es dann noch runter ins Elsass nach Colmar, wo wir auch unser Hotel hatten. Denn nach Hause fahren in Frankreich am Abend ist sehr mühsam. Denn der letzte Zug Richtung Schweiz von Nancy aus fährt schon um kurz nach 19 Uhr. Und das wollten wir uns nicht antun. Da wir aber eh noch nach Colmar zur Foire de Printemps wollten, war das kein Problem. Auf einem Platz, wessen Namen ich jetzt nicht aussprechen will, gab es dieses Jahr nur zwei Veränderungen. So gab es einen King Loop und einen V-Max, aus meiner Sicht der beste Fabri Giant Booster. Nebst dem haben wir uns auch auf den Techno Power von Wittig gefreut. Der fährt viel extremer als
zum Beispiel der Jetlag. Während des Sachsilüte findet in Zürich auf dem Bürkliplatz auch immer eine Chilbi statt. Diese bestand dieses Jahr aus dem Nostalgie-Riesenrad, X-Factory und dem Spengler Autoscooter. Mir hat es aber irgendwie gefallen. Als ich ankam, lief gerade der Umzug und einige Geschäfte waren geschlossen. Erst danach durften sie wieder aufmachen, weil die Fahrgeschäfte angeblich die Pferde verängstigen. So, dann wird's mal wieder Zeit für Vollgas. Jetzt sind wir auf das Ganze. Hör auf die Kiste. Los geht's, auf geht's, hier geht's, yay! Showtime! Am 13. April gab es dann die erste Schweizer Neuheit zu sehen in St. Gallen auf der Offa. Ein ganz neuer KMG Afterburner. Vom Aussehen zwar jetzt nicht so meins, aber das Fahrverhalten ist genial und unglaublich sanft im Vergleich zu seinen Vorgängern. Sonst hatte die Offa aber nicht wirklich viel zu bieten. Natürlich kann man da noch den Skilift erwähnen, aber für die Jugendlichen gab es nichts außer dem Phoenix. Der Rest des Platzes bestand aus Riesenrad, Musikexpress, Scheibenwischer, Enterprise, Scorpion, Geisterbahn, Fun City und Rutschbahn. Voll episch! Wir dachten, es wäre eine coole Idee, danach noch nach Konstanz zur Frühjahrsmesse zu fahren. Und nein, es war eine komplette Enttäuschung. Die Beschickung war zwar gut, aber die Atmosphäre war sehr komisch. Wenigstens konnten wir so auch mal mit einem Langhoff-Flipper fahren, der gar nicht mal so schlecht fährt. Nun kommen wir traditionell zum Highlight des Jahres. Nee, Spaß zur Seite, es war wie jedes Jahr einfach nur leer. Sehr überraschend war aber der Phoenix zu Gast, der da seinen zweiten Platz hielt. Als Rundfahrgeschäft gab es noch einen Twister von Meyer sowie Simulator und Autoscooter von Hauri. Ein wirkliches Highlight dieses Jahr war das Frühlingsvolksfest in Köln. Wer hätte gedacht, dass der Olympia-Looping da wirklich nochmal aufbaut? Es war einfach gigantisch, so eine riesige Achterbahn direkt am Rhein. Davor war nur noch der Gang, gegenüber stand kein einziges Fahrgeschäft. Deshalb gab es auch nicht mehr so viel Platz für viele Fahrgeschäfte. Alles war sehr eng gebaut. Trotzdem hatte man mit dem Rocket und dem Hexentanz zwei weitere super gute Fahrgeschäfte nebst den Stammbeschickern und es war einfach eine super Veranstaltung dieses Jahr. Auch mit dem Wetter hatten wir riesiges Glück. Danach ging es wie gewohnt weiter nach Aachen. Nur haben wir uns mit dem Zug verfahren und hatten deshalb nur noch wenig Zeit, um alles zu schaffen. So haben wir den Band noch ein zweites Mal besucht. Die Beschickung konnte mich zwar nicht so überzeugen, die war letztes Jahr deutlich besser. Neu war die Time Machine von Luxen. Man kann es eigentlich vergleichen mit einem Takeoff, einfach halt in klein. Das Geschäft gefiel mir eigentlich ganz gut. Und nicht vergessen wir kurz der Putz, jetzt drehen wir die Kiste mal um, die Hände nach oben und dann geben wir mal richtig Gas.
alle die Hände da oben und dann legen wir Gummi. Wow, Time Machine, tolles Karussell. Auch das Shake and Roll und Propeller machen immer wieder Spaß. Ich weiß nicht genau, aber es war auch eine der letzten Plätze des Zirkusfeldwellenfliegers, der ja auch an die Melons Group ging, wie viele andere Fahrgeschäfte dieses Jahr leider auch. Oh. Oh, nochmal. Eine Woche später war dann die Mai-Kirmes mit Mai-Markt in Düren. Es gab eine schöne kleine Überraschung da, denn der Breakdance von Luke Koch feierte da Premiere, nachdem er bis letztes Jahr noch unter Jansen reiste. Er wurde auch ein bisschen aufgehübscht und mit neuer Gondellackierung und neuem alten Kugelbaum vom Bonner Breaker. Die Fahrten in Düren ließen aber noch sehr zu wünschen übrig, aber das ist normal am Anfang. Ich habe auch schon von anderen gehört, dass die Fahrten mittlerweile deutlich besser wären. Ab dem Montag, dem 29. April, hatte ich dann auch mein erstes Heimspiel dieses Jahr. Die Vorfreude für die Luga hält sich aber in Grenzen. Es ist mittlerweile jedes Jahr einfach nur das Gleiche. Ich habe auch schon gehört, dass die Veranstalter den Lunapark komplett abschaffen wollen. Wäre sehr schade. Denn früher war die Luga noch was Großes. Zum Beispiel 2013 war ein richtig tolles Jahr, als man das Monster, Space Roller und Discovery gleichzeitig hatte. Dieses Jahr gab es wenigstens noch ein Maximum 2, der zwar komplett verlassen neben dem Drifting Coaster stand, aber wenigstens zog der ein paar Leute auf den Platz. Eine kleine Kilbe hier in der Nähe, die ich das erste Mal besucht habe, ist das Jugendfest in Aarburg. Viele kennen wahrscheinlich eher das Wasserfest und das Strandfest, welches immer im Juli stattfindet, aber auf einem anderen Platz. Ich hätte ihn fast nicht gefunden, denn das Jugendfest findet auf dem Schulhausparkplatz statt. Da gab es einen Roundup und einen Autoscooter von Stieger. Am 18. Mai ging es wieder mal nach Lausanne runter an den Genfersee. Ist auch ein Lunapark, der mehr oder weniger jedes Jahr die gleichen Fahrgeschäfte hat. Aber da man einige davon nicht so oft sieht wie im Wetzelbreaker, lohnt sich der Besuch dahin. Auch lustig war die Musik von der Euromir beim Airgate, hat mich sehr gefreut. Am 26. Mai ging es zur Freiburger Frühjahrsmesse. Auch dieses Jahr gab es wieder eine tolle Beschickung. Ganz neu war das neue White Star von Göbel. Für Abwechslung sorgten der bayerische Wellenflug, Hip Hop Fly, Takeoff, Chaos Airport, Viva Cuba, Atlantis, Rio und der Flipfly von Klaus, der selten in Baden-Württemberg ist und man eher von bayerischen Plätzen kennt. Aber Abwechslung tut gut in Freiburg. Schon die dritte KMG in Version, die in Freiburg steht. Flash und Avenger waren ja auch schon öfters in Freiburg zu Gast. Alte Bekannte wie Kinsterbreaker, Bayer Musik Express, Flipper Maze, Godzilla, Jumper und Spuk rundeten die tolle Beschickung ab. Jungs, Mädels, nicht anscheinend, ich verglaube, oder? Wir nehmen nochmal kräftig Anlauf hier.
Nach fast einem Monat Pause ging es weiter auf der Hilbe in Horgen. Phoenix, Polyp, Disco Express, Tagada, Alotria und der Valsa Scooter waren die Großfahrgeschäfte dieses Jahr. Dass eine Hilbe nicht immer groß sein muss, um gut zu sein, hat das Jugendfest in Rheinfelden bewiesen. Der Platz bestand fast nur aus Fahrgeschäften des Schausteller Bauer, also Burner, Twister, Crazy Clown und Kinderkarussell. Die Stimmung an dem Samstagabend auf dem kleinen Platz war super und wir hatten viel Spaß. No! So richtig los ging es am 28. Juni mit dem Albani-Fest in Winterthur. Damit starteten auch die ersten großen Plätze in der Schweiz. Auch dieses Jahr war die Vorfreude riesig. Bei Temperaturen über 30 Grad wurde das Albani-Fest am Freitag eröffnet. Am Samstag war ich nochmal da und es ging im gleichen Stil weiter. Wie zu erwarten wurde die Rio Rapidos gestürmt und es gab richtig lange Warteschlangen. Zur Beschickung muss man sagen, es gab sehr viele Änderungen. Durch den Wegfall des VIP rückte der Phoenix nach und übernahm den Stammplatz, der sehr eng bemessen ist. Die Basketballkörbe auf dem Platz mussten dafür extra abgebaut werden. Früher stand auch schon Meyers Chaos immer auf diesem Stammplatz. Den Intox auf dem Neumarkt gab es durch den Besitzerwechsel an Störz leider auch nicht mehr. Dafür gab es in diesem Jahr Freddy's Zirkus. Ich finde es etwas schade, dass man so kein richtiges Fahrgeschäft mehr auf dem Platz hatte. Verlor dadurch etwas an Reiz, finde ich. Auf dem Museumsplatz war es auch etwas leer. Zwar nicht an Besuchern, aber dafür eine Riesenlücke zwischen den beiden Fahrgeschäften. Zwar gab es den Pegasus und den Speed, aber irgendwie gehört auf dem Platz ein richtig großes Geschäft, was es leider nicht gab. Dafür gab es auf der Meierwiese Schuler Scorpion und insgesamt muss man sagen, dass es für Winterthur sehr viel Abwechslung gab. Auch das Chaos-Panel auf dem Holderplatz sah einfach super aus. Ich glaube, zur Atmosphäre auf dem Albani-Fest muss ich nicht viel sagen. Ich denke, die meisten wissen, wie sehr ich diese Veranstaltung mag. Als wäre das Albani-Fest nicht schon genug, setzt die Stadt Zürich mit dem Zürichfest alle 3 Jahre noch einen drauf. Leider geht das Fest nur 3 Tage. Es ist viel zu kurz, um alles zu sehen und ja, ich war an jedem der 3 Tage da, sonst hätte ich was verpasst. Sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist einfach die perfekte Kombination aus Stadtfest und Kirmes. Auch ohne die Fahrgeschäfte wäre es schon einen Besuch wert. Die Fahrgeschäfte sind auf verschiedenen Plätzen in der ganzen Stadt verteilt. Diese trennen sich teilweise über mehrere Kilometer. Aber trotzdem gibt es dazwischen immer etwas zu sehen. Um euch alle Fahrgeschäfte aufzuzählen, gehen wir jetzt einfach mal alle Plätze durch. Also wenn man vom Hauptbahnhof aus auf der linken Seite der Limmat läuft, kommt als erstes auf der rechten Seite der Platz vor dem Fraumünster mit Around the World von Meyer, Freestyle und Zanola Autoscooter. Wenn man am Limmatquai weiterläuft, kommt man zur Discovery.
Danach kommt man zum größten Platz, dem Sachsilüterplatz, wo auch die meisten Fahrgeschäfte standen. Dieser Platz ging auch als einziges eine Woche länger. Da gab es den Skyfall, Swing Up, Alpenblitz, Tagada The Show, Snowdream, Flying Swinger, Roundup, Insider, Geisterbahn, Spengler Autoscooter und das Swiss Wheel, welches wir auch gefahren sind bei Sonnenuntergang und die Aussicht war einfach nur der Wahnsinn. Allein dieser Platz wäre schon eine große Hilfe für sich alleine, aber nein, es ging noch weiter. Wenn man von da aus die Limmat überquerte, kam man zum Birkliplatz, wo der Ranger und das Chaos-Panel von Meyer standen. Dann folgte das General Guison G, wo nochmal ein richtiges Highlight stand, nämlich der Around World XXL von Van der Beek. Man konnte stundenlang davor stehen und Sven Rummels geniale Reko anhören. Es hat einfach nur Spaß gemacht. 80 Meter Spaß, okay. So, jetzt so, ich hab was gefunden hier, pass auf. Vielleicht Italien, wenn es richtig gut läuft. Ja, ich finde, das ist okay, ja. What? Ach, da grüßen wir die Polizei. Hallo, Polizei. Servus. Grüezi. Und hallo. Ach, für die Sicherheit, meine Damen und Herren. Nochmal mit richtig gutem Tempo. Rodikisse, Looping. Ach nee, geht ja gar nicht. Gibt ja gar kein Looping. Ja. I can fly away. Zürich 2019, das größte Züricher Schweizer Fest hier. Ah, schön! Noch die Finale. Wir landen. Weiter ging es mit X-Factory und Kamikaze, bevor man zum letzten Platz Meet & K gelangte, wo auch nochmal einige Fahrgeschäfte standen. Das waren der neue Phoenix, Disco Express, Jungle Street und Octopus, den ich erstmal unter neuem Besitzer Fries gesehen habe. Gekrönt wurde das Zürich Fest mit vier Feuerwerken, die einfach alle genial waren. Am 13. Juli startete schon fast traditionell unsere zweitägige Barville-Tour auf dem Seehasenfest in Friedrichshafen. Immer wieder schön da direkt am Bodensee. Hauptbesuchsgrund war Markmanns Octopussy. Später stellten wir aber fest, dass der Fighter durch den Pacific Rim ersetzt wurde, der aus den Niederlanden kam und von Zinnecker gekauft wurde. Das war eine ziemliche Überraschung. Auch die Stimmung war wieder besser als im letzten Jahr.
Auch der Stammplatz vom Topspin von Bausch gefiel mir sehr, wirkte da sehr imposant und man sah mal, wie groß das Geschäft eigentlich ist. Alles So, ein bisschen höher, ne? Ja, ein bisschen weiter. Fangen wir erstmal ganz gemütlich an, damit sich der Magen daran gewöhnen kann. Jo, Baby, das sieht cool aus, dann geben wir mal Gas. Wir machen Spaß. Alles ein bisschen zu früh. Na, jetzt gehen wir los. Weiter ging es nach Biberach zum Schützenfest. Auch sehr schön gelegen, oberhalb der Stadt auf zwei verschiedenen Plätzen. Auch da ist die Atmosphäre immer wieder schön. Highlight war dieses Jahr Hartmanns Rocket und der Mondlift. Endstation war dann Ulm. Auch dieses Jahr hatten wir wieder ein Hotel. Das war auch gut so, denn unser Hauptbesuchsgrund Artistico war am ersten Samstag leider noch nicht offen. Echt eine Riesenleistung. Am nächsten Tag fuhr er nämlich wieder und so konnten wir auch mal fahren. Das Fahrgefühl hat mir sehr gefallen. Was wir damals noch nicht wussten, dass der Artistico verkauft wird nach Saudi-Arabien. Also wir hatten echt Glück. Seit längerem bin ich auch wieder mal einen Becker-Breaker gefahren und muss echt sagen, aus dem ist was geworden. Die Fahrten am Abend waren gut und vom Aussehen sowieso einer der schönsten seiner Art. Auch sonst haben die Veranstalter in Ulm wieder einen guten Job gemacht. Sehr viel Abwechslung. Dies ist auch gar nicht so einfach, denn die Konkurrenz im Juli ist mehr als groß. Für jeden war was dabei und so muss man auch sagen, dass wir wirklich zwei schöne Tage hatten da. Wir wissen zum Beispiel die Kirche in Wädenswil, das ist nämlich die größte der Schweiz. Das muss ich jetzt hier sagen, richtig, wenn der hier drauf sitzt. Nein, das ist nicht. Das ist nicht die größte der Schweiz. Das ist die größte im Kanton. Was ist Wädenswil? Ist das Aargau?
Restanz in Zürich, ey. Okay. Na gut, Leute, haben wir das auch geklärt? Dann können wir ja. Ja, Mensch, aber wenn Sie die Größte, wenn Sie im Lebenswill im Kanton Zürich nicht, ja, dann ist sie ja nicht mal die Größte im Kanton Zürich. Ja. Weil das Zürichfest und das Nabenschießen ist, glaube ich, beides größer, oder? Jo. Ja. Das ist so. Toll, was labert der hier für einen Scheiß? Wie gewohnt ging es auch in diesem Jahr am Feuerwerksfreitag zur größten Kirmes am Rhein in Düsseldorf. Das Feuerwerk hat uns aber sehr enttäuscht dieses Jahr. Naja, dafür gab es ja viele tolle Fahrgeschäfte. Zusätzlich zum Shake 'n Roll gab es dieses Jahr zum Beispiel den Ghost Rider, der so auch endlich mal in Düsseldorf stand. Eine weitere Neuheit war die Geisterfabrik von Rush. Nach vielen Jahren Skater bei der Oberkasseler Brücke stand dieses Jahr wieder mal der High Energy da, sehr zur Freude vieler Kirmesfans. Großachterbahn gab es wieder die gleichen, bis auf den Olympia-Looping, der sich immer mit dem Höllenblitz abgewechselt hat. 80 Meter über der Kilby von Wädenswil. Seit fast einem Jahr konnte ich auch wieder mal einen Voodoo-Jumper fahren. Habe fast vergessen, wie toll dieses Fahrgeschäft doch ist. Sind wir mehrmals gefahren, es macht einfach süchtig. Da will ich eure Hände sehen, da will ich eure Hände sehen, da will ich eure Hände sehen, let's go! Ey, ganz was weit. Alles, was du mir hergezählt hast. Am nächsten Morgen ging unsere Reise von Düsseldorf aus weiter. Mit dem Zug ging es via Venlo nach Tilburg zur größten Kirmes der Benelux-Länder. Nach dem tollen Besuch letztes Jahr war es auch in diesem Jahr wieder ein Pflichtbesuch. Dieses Jahr waren wir sogar 1,5 Tage da. Ich fühle mich da einfach wohl und mir gefällt die Atmosphäre auf der Kirmes. Mit dem Wetter hatten wir am ersten Tag Glück im Unglück. Am Anfang hat es immer wieder geregnet und später sogar noch gehagelt. Das war echt heftig.
Danach war es dann zum Glück trocken und auch die Sonne ließ sich blicken. Dadurch, dass es in den Niederlanden keine Hügel gibt, kann sich das Wetter natürlich von der einen auf die andere Minute ändern. Nach dem Unwetter sind wir dann Reactor gefahren und das Ding ist einfach nur abartig. Ich hatte es ja heftig in Erinnerung, aber nicht gerade so. Einfach krass, wie sehr man in den Sitz gedrückt wird. Etwas komisch war es auf dem Stadtwiesplan. Früher standen da immer voll viele Fahrgeschäfte und dieses Jahr fast gar nichts. Neu für mich waren dieses Jahr die Power Wave, ein ziemlich schnelles Schwarzkopfmonster 3, dann der Showtime, ein wunderschöner KMG Afterburner und als letztes dann noch das Riesending aus England, Air. Aus Deutschland waren auch wieder Geschäfte vertreten. Das waren in diesem Jahr aber nur der XXL Hirnrausch und die Laserpix. KMG Afterburner gab es dieses Jahr sogar zwei. Der Chaos darf in Tilburg ja auch nicht fehlen. Bin ich das erste Mal gefahren und muss sagen, der ist echt krass. Der schaukelt extrem hoch und auch die Gondeldrehung ist wahnsinnig schnell. Busbreaker gab es dieses Jahr auch zwei. Zum einen der Nummer 1 Breaker von Hufnagel und dann noch der TK Dancer, den ich dann doch noch viel cooler finde. Am Abend war dann aber ganz klar, wie der Name schon sagt, die Soundmaschine die größte Partymaschine in Tilburg und dann sogar mit Live-DJ. Einfach genial.
dieses Jahr bin ich dann auch das erste Mal nach Rügen zur Mega-Kermis gefahren, die immer gleichzeitig zu der in Tilburg stattfindet. Die Kirmes besteht aus drei verschiedenen Plätzen, die sich im Zickzack durch die Innenstadt schlängeln. Mir wurde von vielen Leuten gesagt, dass die Kirmes in Rügen noch cooler sei als die in Tilburg. Kam bei mir jetzt aber nicht so rüber. Ich fand die Stimmung zwar ganz okay, aber nichts Besonderes. Auch die Beschickung konnte jetzt nicht so überzeugen. Ganz gespannt war ich aber auf ein Turbopolyp und ein Fireball. Ein Turbopolyp hat ja seit einigen Jahren ganz neue Gondeln. Beim Fireball handelt es sich um einen 9 km/h Surfride, den ich so auch endlich mal ausprobieren konnte, und das Fahrgefühl ist ganz cool. Eine Mischung von fliegender Teppich, Scheibenwischer und Schwarzkopfmonster, finde ich. Eigentlich habe ich mich auch auf den Devil Rock gefreut. Er war vorher eines meiner Lieblingsfahrgeschäfte, aber in Rügen war er nicht mal voll aufgebaut und auch die Fahrten sahen nicht so gut aus. So bin ich dann schlussendlich gar nicht gefahren, obwohl ich mich sehr darauf gefreut habe. An unserem Sonntag war dann auch nicht mehr so viel los, also wir hätten schon etwas mehr erwartet. Nun kommen wir aber endlich mal wieder zu einem Platz in der Schweiz. Im Strandfest in Aarburg. Ich war nur am Freitag da, leider war es sehr leer, da es starke Unwetterwarnungen gab. Fahrgeschäfte gab es dieses Jahr nicht mehr so viele. Der Burner, Crazy Run, Simulator, Autoscooter und der Kettenflieger. Damit war die Beschickung vollzählig. Am 2. August ging es dann aber schon wieder nach Deutschland, nämlich zur Anna-Kirmes nach Düren und dies am Feuerwerksfreitag. Dann könnte man ja denken, dass es etwas voller wird, aber nö, gehen in die Leere in Düren. Wann könnte das liegen? Bestimmt nicht an der super Beschickung dieses Jahr. Eines der wenigen Highlights war die Octopussy, die nach 3 Jahren endlich wieder zurück in Düren ist, wo sie auch hingehört. Das zweite war dann der Shake'n'Roll. Eigentlich eins der besten Fahrgeschäfte, aber auch der lief nicht wirklich. Also langsam muss man sich echt Sorgen machen um die Anna-Kirmes. Es wird gefühlt jedes Jahr schlimmer. Das ist noch nicht mal so lange her, da war sie noch eine der attraktivsten Kirmesen in ganz Deutschland. Sehr schade. Deutlich besser ist die parallel stattfindende Kranger Kirmes in Herne-Wanne-Eickel. Die größte in ganz NRW, wenn man alle Beschicker zusammenzählt. Dieses Jahr war ich mal am Sonntag da, nachdem ich sie sonst immer am Samstag besucht habe. Ich muss sagen, am Sonntag war es auch echt schön. Bei bestem Sommerwetter strömten viele Familien auf den Kranger Kirmesplatz. Premiere feierte dieses Jahr der neue 80 Meter hohe Funtime-Kettenflieger Aeronaut, der mir sehr gut gefallen hat und auch sehr schön gestaltet ist. Auch in Krange war dieses Jahr erstmals der Ghost Rider vertreten. Vor allem diese Ecke hat mir sehr gut gefallen mit dem Ghost Rider und gegenüber Küchenmeister Skonga. Yeah.
Der Olympia-Looping fuhr auch wieder von Düsseldorf weiter direkt nach Krange und stand da wie gewohnt ganz hinten auf dem Kopfplatz. Infinity stand dieses Jahr in der hinteren Gasse. Der Stammplatz wird ja sonst gerne mal übersehen, aber Infinity fällt ja sofort ins Auge. Richtig überzeugen konnte mich endlich mal wieder der große Bonner Breaker, zu Recht mein Lieblingsbreaker. Immer am zweiten Wochenende im August findet 4 Tage lang die Oldner Hilby auf den 3 verschiedenen Plätzen in der Innenstadt statt. Es ist eine der größten in der Schweiz. Auf dem Munzinger Platz oben gab es dieses Jahr den T-Rex Tower und auf der Schützenmatte gab es den Polyp vom Rodel, der für den Oktopus einsprang, der jahrelang Stammgast war. Auf dem Hauptplatz gab es den Phönix und einen neuen Stammplatz. Sonst war wieder fast alles genau gleich wie im Vorjahr. Die Stimmung an den 4 Tagen war natürlich wieder super. Oh Scheiße, jetzt ist 2-0 Beladung. Was? Ach nix. Wirst schon sehen. Nein! Nun kommen wir zum zweiten Mal zum Band in Aachen, jetzt aber zum Sommerband. Der ist meistens etwas schwächer beschickt als der Osterband, so auch in diesem Jahr. Viele Geschäfte fahren nach der Anna-Kirmes in Düren weiter nach Aachen. Das waren der Dreherbreaker, Flipper Maze, Alpencoaster, Beach Party, Crazy Jungle und die beiden Autoscooter. Dann gab es noch 2 Überkopfgeschäfte, Avenger und Pacific Rim, den ich so nach dem Seehasenfest in Friedrichshafen schon zum 2. Mal gesehen habe. Der Polyp von Friedrich ging ja an Dresden und war auch auf dem Sommerband vertreten. Fand ich auch gut und wurde schön verarbeitet. Hier spricht der Kapitän. Welcome, ladies and gentlemen, aboard hier bei uns hier. Wir schließen die Fenster, wir halten die Türen geschlossen, Freunde. Es geht nach oben, entspannt auf 30 Meter Höhe. Kickdown, hier ist er, hier ist der Mega, hier ist der Transformer, hier ist der Burner. Freunde, are you ready? Zuerst war die Wetziger Hilby dieses Jahr gar nicht eingeplant, da ich noch in Deutschland war.
aber irgendwie konnte ich es nicht lassen und bin extra frühzeitig zurückgefahren. Die Beschickung dieses Jahr war nämlich sehr gut. Es gab sogar einige Neuheiten mit der Pirateninsel, Phoenix, Superrutsche und der Wurm von Meier, der in Vetsikon sogar Premiere feierte. Es war für jeden was dabei. Vetsikon ist auch eine der wenigen Deutsch-Schweizer Plätze, wo man den sehr beliebten Breakdance Nummer 1 von Wetzel antrifft. Und das schon seit mehreren Jahren immer wieder mal. Etwas abseits stand der Phoenix neben dem Riesenrad, sah zwar gut aus, aber lief nicht so gut. Der Burner hatte den deutlich besseren Standplatz ganz am Ende des Platzes. Auch der Topspin von Boozer war dabei, den man auch nur noch sehr selten sieht. Spontan machte ich mich am Mittwoch, den 21. August, auf den Weg nach Waldshut zu Rilby. Da findet immer am letzten Tag das Feuerwerk statt. Für eine Kirmes in der Größe war das Feuerwerk sogar recht gut. Was mich auch überrascht hat, war die Menge an Besuchern und das an einem Mittwoch. War echt super. So muss eine Kirmes abgeschlossen werden, finde ich. Die Beschickung war fast gleich wie 2017. Nur gab es in diesem Jahr noch den Jumper von Schulz, der hinten rechts auf dem Platz stand. Sehr schön war es auch wieder mal im Chaos zu sehen, immer noch einer der besten KMG-Afterburner. So, alles klar, Leute, einer geht noch, eine Frau noch, letzte Runde, wir, Attacke, Am Wochenende darauf war die Rilby in Heggendorf. Man weiß nie, wie die Beschickung wird, von ganz gut bis ganz schlecht war alles schon dabei. Dieses Jahr war wieder eher mittelmäßig, dafür gab es zusätzlich zum T-Rex Tower von Seneca und Autoscooter noch Jungle Street. Am selben Abend ging es noch zum Stadtfest nach Bruck. Man könnte fast sagen, es ist wie eine kleine Badenfahrt, nur halt nicht so voll. Auf dem Luna Park gab es einen Takeoff und Ranger, die auf dem oberen Platz und auf der Straße standen. Auf dem unteren Platz gab es einen Laubscher Autoscooter, Geisterbahn, Nostalgie Riesenrad und Kalypso. Vor allem die Ecke gefiel mir sehr gut. Immer wieder abwechslungsreich ist die Rilby in Weddensee. Auf der Seeseite waren dieses Jahr Tagada The Show, Phoenix, Snowdream und das Phenomenon. Auf der anderen Seite vom Bahnhof standen X-Factory, das Swiss Wheel und der Polyp von Rom. Das hat mir optisch sehr gut gefallen. Im erweiterten Rundlauf durch die Stadt gab es dann noch den Burner und die Discovery von Rom. Insgesamt eine tolle Beschickung, aber trotzdem fehlte so das gewisse Etwas. Gleichzeitig stattgefunden hat dieses Jahr wieder die Rilby in Einsiedeln. Trotz Konkurrenz gab es aber ein tolles Line-Up, mit dem Pegasus und dem Maximum 2 gab es sogar zwei spektakuläre Neuheiten in Einsiedeln. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel, denn in Einsiedeln wird die Rilby überwiegend von Familien besucht und so lief der Pegasus etwas besser als der Maximum 2. Auch schön war der Swing-Up, der wieder mal nach Einsiedeln zurückkehrte. Das Wetter an allen drei Tagen war perfekt. Nochmal richtiges Sommerwetter. Nun kommen wir zu einem weiteren Stadtfest im Kanton Aargau in Zofingen. Wurde auch groß angekündigt und so gab es auch einige Fahrgeschäfte. Vor allem das Chaos-Pendel war sehr überraschend zu Gast auf einem eher kleinen Rilby-Platz. Das stand aber sehr versteckt ganz einsam alleine da. Des Weiteren gab es noch Twister, Tagada The Show, Freestyle, Autoscooter und das Meier Riesenrad. 2019 habe ich dann auch wieder mal die Rilby in Zursee besucht. Dieses Jahr waren der Burner, Swing Up,
Coco Bongo und der Pellerani Autoscooter dabei. Die Stimmung am Freitag und Samstag war sehr schön irgendwie. Kaum zu glauben, aber das Knabenschießen hat mir nie so richtig gefallen. Aber in diesem Jahr war das komplett anders. Es war richtig schön. Zur Beschickung muss man gar nichts sagen, da ist sowieso alles dabei, was das Herz begehrt in der Schweiz. Die Stammplätze haben mir auch ziemlich gut gefallen, mit der Ausnahme von Scorpion und dem Maximum 2, der auf einem richtig guten Platz stand, komplett eingequetscht. Wie gewohnt war alles sehr eng bebaut und da das Knabenschießen immer sehr voll ist, gibt es immer ein wahnsinniges Gedränge, was an einigen Stellen echt nicht mehr aushaltbar ist. Ein bisschen mehr Platz gab es beim Around World XXL, der schön alleine sozusagen auf dem Hauptplatz stand. Riesenräder gab es dieses Jahr wieder zwei, was ich immer noch fragwürdig finde. Eins würde definitiv reichen. Natürlich ist die Aussicht schön dadurch, dass der Platz auf verschiedenen Ebenen aufgebaut ist. Der Höhenunterschied beträgt ca. 30 Meter, würde ich sagen. Mein Besuch am Samstag war super, bis es kurz vor 10:30 anfing, richtig heftig zu regnen. Auf einmal strömten alle Leute runter zur Tramhaltestelle und wollten Richtung Hauptbahnhof. Die Trams sind aber schon voll angekommen, man hatte keine Chance auf einen Platz. So musste ich alles zu Fuß runter bis zum Bahnhof Engel laufen, um überhaupt wieder wegzukommen mit der S-Bahn. War alles ein bisschen chaotisch am Schluss. Das ist nichts für schwache Nerven, meine Damen und Herren, nichts für Angst haben. Nur was für Mutige aus Zürich. Ah, schön! Ah, natürlich, ne? Wenn Sie keine Höhenangst haben, können Sie gerne einsteigen. Aber auch mit Höhenangst geht auch. Ja. Okay, okay. So, noch ein bisschen mehr Schwung, noch ein bisschen mehr Tempo dahinter. Ja. Ah, guck mal, da hat jemand was hier im YouTube-Channel wieder vorbereitet. Da kommt ein Video vom Online aufgreifen. Keiner geht noch, oder? Komm, solange da keiner rausspringt, können wir noch locker einen machen. Wie war das? Ne, irgendwie so was war das. Nebst der Riesen-Creepy in Zürich finden aber auch noch andere Veranstaltungen gleichzeitig statt. Zum Beispiel die Helbe in Krappel. Seit einigen Jahren geht es auch da wieder ein bisschen aufwärts, finde ich. Dieses Jahr waren der Oktopus von Fries, Crazy Wheel und der Autoscooter von Hauri, der direkt von der Helbe in Heggendorf rüber nach Krappel kam, vertreten. Das Wetter an den beiden Tagen war leider nicht so gut. Are you ready? Einer der vollsten Plätze in der Westschweiz ist das Fête de Vendange in Neuchâtel, oder auf Deutsch Winzerfest genannt. Unser Hauptbesuchsgrund ist da immer der Breakdance von Wetzel, der teilweise nur noch knapp 2 Minuten fährt. Einfach der Wahnsinn, wie voll es da immer ist. Dieses Jahr gab es nebst den Stammgeschäften und dem VIP leider nichts. Sonst gab es zum Beispiel immer noch ein Überkopf- oder Hochfahrgeschäft. Dies gab es leider dieses Jahr nicht, nur das Around the World Riesenrad. Eigentlich mag ich in Cannstatter Vasen nicht so, aber bei der Beschickung dieses Jahr habe ich mir gedacht, da muss man fast hinfahren. Es war wirklich nicht schlecht,
Es gab sogar etwas Abwechslung. Mr. Gravity und die XXL-Kake waren mal super für Stuttgart. Was man eher vom Oktoberfest in München kennt, ist die Alpiner Bahn von Bruch, die aber in diesem Jahr ziemlich erfreulich mal auf dem Vasen stand. Dafür ging der Spinning Racer aber in diesem Jahr nach München. Angekündigt war noch der Jekyll & Hyde von Thelen, der leider abgesagt hat. Stimmungsmäßig fand ich alles sogar recht gut, war echt eine schöne Atmosphäre und definitiv eine der besseren Vasen. Entspannt, ja, locker vom Hocker zum Eingewöhnen. Das muss so, ja. Wenn es ein bisschen zwittert und sich als Bügel hält, gerade mal ein bisschen nach, ne? Aber jetzt aber alle hopp hier und schwitz. Auch dieses Jahr gab es wieder zwei Großschaukeln, wobei der Infinity dieses Rennen klar gewonnen hat. Der XXL ging ein bisschen unter, hatte ich das Gefühl. Obwohl der Stammplatz vom XXL ja eigentlich genial war, am Ende der Zeltstraße. Sehr gut gefallen hat mir die XXL-Krake. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal in Bergheim 2016 und es hat sich wieder viel getan. Vor allem die Verarbeitung mit den Moving Heads und den LEDs sieht einfach super aus. Na komm, zicke, zacke, zicke, zacke! Zicke, zacke, zicke, zacke! Na komm, Freunde, eine drehen wir noch hier. Let's go, komm, Baby! Jetzt aber, zweite Runde! Das zweite Luzerner Heimspiel gab es dann auf der Maas. Definitiv die schönere Hilbe in Luzern und widerspiegelt für mich auch die typische Herbstatmosphäre und ist jedes Jahr wieder wunderschön. Neu waren das Chaos-Pendel, der Burner und man mag es kaum glauben, der Swing-Up von Zen. Ja, der stand nach über 40 Jahren noch nie in Luzern. Von mir aus könnte er auch direkt hier bleiben, denn der Stammplatz auf dem Europaplatz von KKL ist einfach perfekt und es sah super aus und dann noch in Kombination mit dem ohnehin schon wunderschönen Swiss Wheel. Einziger Kritikpunkt, könnte man sagen, wäre ein zweites Rundfahrgeschäft. Das hätte das Ganze noch abgerundet. So viel Platz gibt es dann aber auch nicht mehr dafür auf der Maas, also kann man es verkraften.
direkte Konkurrenz von der Luzerner Maas ist die Olma in St. Gallen. Auch die war sehr nett beschickt. Neu waren der Phoenix, Pegasus, Around World XXL und der Wurm von Maya. So, das war's dann auch wieder mit Lob, denn der Platz ist mir immer viel zu eng und man fühlt sich nicht wirklich wohl. Man kann nirgends in Ruhe stehen bleiben und auch das Publikum in St. Gallen ist immer sehr gut betankt. Nebst der Maas gibt es im Kanton Luzern im Herbst auch noch die Hilbi in Wilisau. Klein aber fein, würde ich sagen. Ein Teil der Hilbi findet in der kleinen Altstadt statt. Auf dem hinteren Platz gab es das Nostalgie-Riesenrad, Tagada von Bergdorf und die Discovery von Roden. Wir hatten eine richtig heftige Fahrt, waren mindestens 70 Überschläge. Das ging schon ziemlich an meine Grenze des Machbaren für meinen Körper. Sehr erfreulich für mich war in der Altstadt die Route 66, die seit letztem Jahr unter Buxar reist und umgestaltet wurde. Habe ich zuvor noch nie gesehen und hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Vor allem die Location vor der Kirche war sehr schön. So Freunde, alles klar, jetzt ist los, volle Pulle, Tempo. Unter der Woche ging es dieses Jahr nach Freiburg zur Herbstmess und das ohne große Erwartungen. Viele bekannte Geschäfte waren dieses Jahr vertreten. Der einzige Veteran unter den Beschickern war der No Limit von Van Regen. Trotzdem hat sich der Besuch in Freiburg gelohnt wie eigentlich immer, da das eh nicht so weit weg ist von der Schweiz. Am 25. Oktober um Punkt 12 Uhr wurde dann wieder traditionell die 549. Basler Herbstmesse eingeläutet und dieses Jahr erstmal unter der Leitung von einem neuen Platzchef. Es gab definitiv einige Sachen, die man als positiv erachten kann. Das waren The Hangover, Spinning Racer auf der Kaserne und 1001 Nacht von Hartmann. Auch schön war der Breakdance von Wetzel wieder dabei. Jetzt kommt aber das Aber. Eigentlich war der gar nicht eingeplant, denn zuerst sollte eigentlich Markmanns Hexentanz kommen, der absagen musste. Das fanden viele sehr schade.
Der Breaker war natürlich ein attraktiver Ersatz dafür, aber für mich müsste so ein tolles Fahrgeschäft schon lange einen Stammplatz auf der Herbstmesse haben und nicht der Insider. Immerhin ist der Wetzel Breaker ja ein Original. Es gibt viele Geschäfte, die schon längstens mal Platz machen könnten für andere. Ich könnte das so viel aufzählen. Was auch gar nicht ging, war der Messeplatz. Eine absolute Katastrophe. Hangover super, Calypso naja, und das Kino war definitiv zu viel und reine Platzverschwendung. Andere Plätze wären dafür viel besser geeignet. Früher standen auf dem Stammplatz Geschäfte wie Booster, Techno Power oder Kinsler Breaker. Glaube mehr muss ich nicht sagen. Barfüßerplatz war okay mit der Enterprise, kennt man schon so aus dem Jahr 2015. Dieses Jahr gab es aber nur einen kleinen Scheibenwischer. Die Kaserne war eigentlich gut aufgestellt von den Fahrgeschäften her, nur gab es andere Dinge, die den Platz etwas unschön machten. Am schönsten war definitiv die Rosenthal-Anlage. Für mich am besten gewesen ist der 1001 Nacht von Hartmann. Nirgendwo sonst habe ich den so voll gesehen. Schön zu sehen, dass so ein Fahrgeschäft immer noch super läuft. Hallo. Aussteigen. Nun kommen wir zu meinem alljährlichen Umstiegsaufenthalt in Köln, den ich immer mit dem Deutzer Volksfest verbinde. Ist ja zu Fuß nur 15 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Das wollte ich mir definitiv nicht entgehen lassen, denn es gab einige Geschäfte, die ich zuvor noch nie gesehen habe. Dies waren das Crazy Beach Monster von Hoffmann, X-Force von Klinge und der Mach 1 von Fehlauer, der auch neu war und aus England kam. Konnte mich jetzt aber in Köln noch nicht so überzeugen. Ist aber definitiv ein wunderschöner KMG-Speed. Weitere Geschäfte, die man schon von Köln kennt, waren Feuer und Eis, Demonium, Europarad, Klinge Breaker, Schöne Seifen Musik Express, Mr. Beat und ganz am Ende stand noch der Ghost Rider. Dazu kommen noch einige Laufgeschäfte und der Beach Jumper.
ich beim Einsteigen schon gesehen. Ihr seid zu leise! Das Beste kommt ja bekanntlich immer zum Schluss. Naja, fast. Zum vierten Mal ging es für mich nach Soest zu Allerheiligenkirmes und wie ihr schon aus den vergangenen Jahresrückblicken wisst, ist dies meine Lieblingskirmes. Dieses Jahr hatten wir sogar ein Hotel direkt in der Nähe vom Bahnhof und konnten uns eine stressige Rückfahrt sparen. Das hat sich sehr gelohnt, finde ich. Die Beschickung war auch wieder bombastisch. Die gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen durch. Neuheiten für Soest gab es viele. Dazu gehörte das Tower Event Center, Hurricane, Mega-Hütten-Gaudi, ein Laufgeschäft, was man ziemlich selten sieht, T-Rex Tower, Rio, Jetlag, Hurricane, The Beast, was für den erst angekündigten Artistico entsprang, und das Jupiter-Riesenrad. Hat auch in Soest super ausgesehen, finde ich sowieso eins der schönsten Riesenräder. Vom Jetlag und Hurricane habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Direkt neben dem Jupiter-Riesenrad stand Oberschelms Mr. Gravity auf dem Petri Kirchhof. Besser kann man es fast nicht machen. Sah einfach super aus. Fast noch besser sah der Stammplatz von der Haunted Mansion aus. Ist wie gemacht dafür und sah sehr imposant aus. Hinter der Petrikirche stand der Transformer, der wieder mal eine krasse Show ablieferte. Lief auch super wie auf keinem anderen Platz. Vor dem Bahnhof wurde man vom Shake'n'Roll empfangen. Auch das war super, denn da gehört für mich ein Partygeschäft hin. Denn nur so funktioniert dieser Platz richtig. Viele andere Geschäfte sind an diesem Platz nämlich gescheitert. We'll be right back.
Der Marktplatz war exakt gleich wie 2017 mit Musikexpress, Apollo 13 und Hexentanz. Sowieso einer der schönsten Plätze in Soest, wenn nicht sogar der schönste. Am nächsten Tag ging es dann aber schon wieder weiter. War etwas zu viel des Guten, denn nach Soest ist einfach alles andere nur langweilig und damit will ich gar nicht sagen, dass die Martini-Kirmes in Dinslaken schlecht war, sondern einfach nur, dass Soest unschlagbar ist. Die Beschickung der Martini-Kirmes war nämlich sehr stark mit Hartmann's Rocket, Voodoo Jumper, Aeronaut, Heartbreaker, Fighter, Heroes, Disco Jet, Feuereis, Langhoffs Flipper und im Grand Soleil von Göbel. Da kann man eigentlich nichts sagen. Das Layout vom Platz ist eigentlich auch sehr lustig. Der Platz ist eigentlich gar nicht so groß, aber durch das viele Zickzack hat man einen sehr langen Rundlauf mit vielen Fahrgeschäften. Kommen wir aber schon zum letzten Platz und das ist auch schon wie im letzten Jahr der Ustermarkt. Einer der letzten Hilbi-Plätze in der Schweiz. Fahrgeschäfte gab es auch wieder recht viele, obwohl einige Stammplätze durch eine Baustelle wegfielen. Das waren der Phoenix, Enterprise, Takeoff, Together the Show, Crazy Clown, Tower, Snowdream, Autoscooter von Gotthardi und der Breakdance Nummer 3 von Wetzel. Sehr erfreulich, den mal in Oster zu sehen. Sieht man wirklich sehr selten in der Deutschschweiz. Leider war das Wetter nicht so gut. Es hat die ganze Zeit geregnet. Trotzdem war es ein schöner Saisonabschluss. Und damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Jahresrückblick und bald geht es ja schon wieder los mit den ersten Plätzen.
der CKCR.